Plus 2% Schaden, plus 1 Abwehr. Dann nehme ich lieber den hier. So, was haben wir denn hier? Die Steuerung. Gravitationsdenke, den brauchen wir. Definitiv. So, weg damit. Dynamit, weiß nicht, ob wir den mitnehmen sollten. Die Goldbarren könnten wir eigentlich mitnehmen. Die Goldziegel dafür hier lassen. Aber ich tue mal hier das hier weg, das hier weg. Und das hier mal mit. Sandblockern weg. Dafür nehmen wir die Goldbarren mit. Die sind ja immerhin was wert, ne? So. Genau. So. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Doch, die sehen einiges. Dann ist nämlich hier oben alles. Sehen wir goldene Truhen, oder? Ist das eine goldene Truhe? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist dieser Trank super gut, weil wir sehen jetzt hier alles. So, jetzt brudern wir uns hier einfach mal durch. Blöd ist nur, wir sehen den Weg hier nicht. Ich glaube, da hinten ist Silber, aber wie gesagt, Silber ist jetzt auch wieder uninteressant geworden, weil wir haben ja schon was Besseres gefunden. So, da, wilde Klaue gewalttätig, Nahkampfschaden und Nahkampftempo. Das nehmen wir natürlich für den... Was? Was haben wir denn hier? Sternkraftbahn, maximales Mana um 20 wird erhöht. Das ist okay. Wiederbelebungswand belebt langsam wieder. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas nehmen. Eine Vogelstatue. Ich weiß gar nicht, ob die nützlich ist. Ich mache mal einfach diese goldenen Ziegel weg, diesen Matschblock hier weg. So. Diese wilde Klaue rüstet sich aus im Gegensatz zu dem Obsidian-Skull, weil wir ja noch nicht die, im Bedrängnis sind. Jägertrank, Position von Feinden. Ah, haben wir jetzt auch noch. Guck doch mal das doch mal an hier. Und diese Tränke können wir eh mitnehmen. So, genau wie wir das hier mitnehmen können. So. Da oben haben wir aber noch was. Da möchte ich auch noch mal hin. Ich möchte ja wissen, was da oben auch noch ist. So. Ich will aber eigentlich noch hier rechts hin. Zu dem guten alten Dschungelsporn. Genau, so. Willst du der Truhe da oben, zu den Dschungelsporn hier? Der macht ja Schaden. Immer noch. Wer hätte das gedacht? So. Komm her, komm her, komm her! Ich habe einen Zombie gehört. Und es gibt eigentlich nur einen Zombie hier unten. Einen wichtigen Zombie hier unten. Nämlich Indiana Jones. Was haben wir denn? Einen verzauberte Ballon, starker Rückschuss, bla 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 bla. Okay, das ist ja dann okay, ne? So. Ist das Höhlenforschertrank? Gut, können wir nämlich den einen verzauberten Bumerang nämlich mitnehmen. Diese Fessel könnte... Ja gut, verkaufen wir. Wir brauchen ja auch noch Geld und sowas alles, ne? Hey! Wieso sind das hier schon so schnell die Dinger hier nachgewachsen? Also was heißt gewachsen? Nachgewachsen. Die sind hier einfach so gewachsen. Ne? Da. Und wir brauchen ja noch ein paar Reben. Ich glaube, 3 Stück brauchen wir mindestens.
Ja, da kann ich mich jetzt nicht gerade wehren. So. Wow. Wieso ist dieser. Wieso sind die ganzen Touristen hier durchgekommen, ey? Stirb. 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 Autsch, 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 autsch. Au. Tut weh. Oh mein Gott, ey, wieso sind hier so viele Hornissen? Das war so ein super schlechtes Ausweichen. Wie, sind wir voll an Stacheln? Hä? Hier liegen doch eindeutig Stacheln. Ach, stimmt, ich habe ja noch gar keine aufgehoben. Das war's. Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob überhaupt dieses Ding da überhaupt was wert ist. Machen. Ja, genau. Hier. Ein Schluck. Ne, können wir nicht. Nice, wir schmeißen aber diese Shuriken weg. So, hier haben wir eh sowas. Tolle Tier. Da unten ist eine Fischstatue. Ich würde aber noch gerne. Mini-Hornisse. Genau. Und diese Dschungelfledermaus. Da liegt so viel unten, ey. Haben wir nicht noch so einen Trank hier für die Gegner? Oder war das alles schon? Ja, scheint so, als wäre das alles gewesen. Warten ein bisschen. Ich sehe, ich mag das immer, wenn da so ganz viele Zahlen auf einmal immer sind. Ja, ja. Scheint auch nicht mehr eigentlich lange zu leben zu müssen. Ja, der hat hier auch nur noch wenig. Dann können wir in Ruhe runter, können uns hier diese Mana-Dinger holen. Also, da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Fischstatue. Ob dann ein Fisch spawnt, weiß ich nicht. Komm, komm, noch ein Schlag. Geht doch.
Da ist noch eine Truhe, die will ich gerne haben. Muss ja wissen, was hier immer alles drin ist. Fliege! Hilfe! Zu Hause eine Fliege, aber hier habe ich Hornissen, die sind viel schlimmer. So, guckt euch mal hier, wie schnell er fliegt. Hey! Na, das ist auf hier. Das ist uninteressant. Hier. Ein Skelett? Huh? Kommt das denn hier hin? Autsch! Ja, geht doch, mein Gott, nee. So, jetzt habe ich die Gläser, Vasen hier kaputt gemacht. Eh nicht meistens für die Items, sondern nur für das Gold und so. Muss ab und zu mal Fackeln, die da so rausspawnen. So, was haben wir hier? Eine Wolke mit mehr Schaden haben wir zum Beispiel. Unsichtbarkeitstrank, Federsturztrank. So, damit hätten wir das schon mal wieder bedient. So, haben wir irgendwelchen Müll wieder, den wir nicht brauchen. So, weg mit dem Goldfisch. Das Gold nehmen wir, die Leuchtstäbchen nehmen wir auch. Wurfmesser, uninteressant. Eine Goblin-Armee nähert sich von Westen. Oh je. Stimmt, wir sind über 200. So, jetzt sind wir sozusagen langsam am Fallen. Ugh. Ich will hier weg. Weißt du gar nicht, was da ist? Da. Da, eine Weinrebe noch. Wie viel haben wir jetzt? 5. Die Goblin-Armee ist da. Okay, wir müssen schnell zurück. Goblin-Armee ist da, die greift uns jetzt an. Wir werden angegriffen von Goblins. Heil mich bitte. So, bleibt alle drin! Wir brauchen keine Angst zu haben, solange keine Zauberer da sind, sind die eher uninteressant. Aber wir haben ein klares Handicap hier mit diesem langsam fliegenden Trank. Nein, ich will nicht, dass sie da oben reinkommen. Ui. Nein! Die haben Tenner getötet! Oh nein! Und da ist der erste Zauberer. Wieso muss der Zauberer auch noch unbedingt da sein, ey? Da, der Hexer. Wieso muss er unbedingt noch... Wieso musstest du da hinten die Tür aufmachen? Ist das ein großer Bogen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, eigentlich müsste ich mal hier mein Erspartes reintun. Oh, Goblin Speer! Aber hier, das hat sich wohl anscheinend sehr gut bewährt. Dann machen wir das auch mal weiter hier so.
Ja. Wow! Was war das denn, ey? Goblin Dieb! Du Dieb! Hey, unsere Tür ist kaputt. Komplett kaputt gemacht haben die hier. Wow. Hey, du da. Kannst du mich heilen? So. Boah, ey, das sind aber einige hier. Oh. Muss hier eigentlich weg. Schnell weg. Wow! Wer hat die denn da rausgeschleudert? Ich muss mich heilen. No! Töte nicht meine Heilerin, ey. So. Super. War mir klar, dass die so kurz vorm Sterben ist. Ja, wahrscheinlich nicht mehr viel da zu sein. Ich denke, dass alles, was hier ist, ist der Rest. Oder? Weiß ich nicht. Ja. Na, da kommt noch einiges mehr, ey. So. Mein Gott, ne, wie viel kommen denn da noch? Weißt du mal, dass es eine Goblin-Armee ist? Ist ja echt, aber das hier ist ja, boah, echt übertrieben. Und solange wir diese Armee nicht hier töten, solange spawnt auch leider keinen von unseren NPCs wieder. Darf nichts, also darf, also solange wir sozusagen im Bossfight sind, respawnt nichts. Die Goblin-Armee wurde besiegt. Wie? Die wurde besiegt. Hier ist doch noch was. So, endlich ist die Musik weg. Jake ist eingetroffen. Oh, das war was. Das war was. Das ist, wenn man 200 HP erreicht, kann sein, dass sowas spawnt.